Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. Der Bus ist weg, wir kriegen schon kein Taxi, Geld auf immer fällt jetzt weg, sorry, Turbo und Koch. Der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg, der Bus ist schon weg. So, jetzt kommen wir zum vierten Teil. Das ist ein Stadt. Wir sind ja schön an einer Heizung, aber ich möchte das unbedingt machen, weil ich hoffe, wenn ihr jetzt das auch seht und jeder, der die Heizung besitzt, dass er vielleicht das wie Forum sieht und kann ja seine Probleme unten schildern und kann auch die Problemlösungen hinschreiben. Vielleicht gibt es hier was, dass man für Paradigma endlich mal irgendwie eine kleine Plattform hat, wo man seine Probleme lösen kann. Ihr könnt ja auch gerne Links reinmachen, wenn ihr selber Videos macht, ist umso besser. Und ja, ich sehe das jetzt mal so, dass man in den 2 Jahren, die Heizung haben, die Fehler, wo ich hatte, es ist nichts Schlimmes gewesen, aber das gehört dazu, sollte man auch sagen. Finde ich, ach, wenn ich ein Heizungsbauer wäre, würde ich das ehrlich sagen. Und das gehört dazu und das möchte ich gerne machen. Und dann, jetzt geht alles nur noch ohne mich. Ich freue mich bei UTSCHTV, dass ihr das guckt und erfasst. Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Also jetzt kommen wir zu Folgendes. Jetzt machen wir die Fehlererklärung. Das ist jetzt halt Teil 4 von meiner Paradigma-Heizung. Und jetzt ist halt alles ein bisschen anders da hier. Hier habe ich jetzt am PC, habe ich mir eine Excel-Liste erstellt, indem ich auch die ganze Fehler mir eigentlich immer aufschreibe, weil ja, man weiß ja, man behält ja nicht mehr alles, damit man immer mal weiß, was hat man gemacht, wie dieser Fehler vorkam. Ja, ich habe hier die Maus, die können da auch gucken, mit der Maus zeige ich es mal an, also das ist meine Liste, hier Fehler zur Paradigma-Heizung und dann habe ich mir da vorne hingeschrieben, wo der Fehler entstanden ist, dann diese Fehlerbeschreibung. Eventuell der Fehlercode, falls ein Fehlercode kam, wann dieser Fehler war und was ich oder was wir, der Heizungsbauer und ich, was wir dagegen gemacht haben. Eventuell noch ein Video, was ich aufgezeichnet habe, noch Bilder. Und ja, das ist dann so der Vorgang. Und jetzt möchte ich halt nur erklären. Also ich hatte ja im Sommer 2015, also der Inbetriebnahme war Ende Juni, ganz am Schluss, also ich glaube 30. Juni oder was war, da war die erste Inbetriebnahme von der kompletten Heizung und wie gesagt, da habe ich dann am 24. Oktober eigentlich die erste Fehler gehabt. Und der erste Fehler war im Wasservorratsbehälter, da war die Trinkwasserversorgung, also das Warmwasser dann nicht mehr, heizte nicht richtig auf. Und ich hatte auch einen Störcode dann an diesem Display, was ich dann gleich mal zeigen werde. Und der Störcode 6 war dann dort. Ich werde das nachher gleich anschließend mit dem Video Ihnen zeigen, wie das ausgesehen hat. Und da wird ganz einfach, wurde an dem Kessel entlüftet. Da war Luft drin vom Wassersystem. Das kommt wohl öfters mal vor. Ich habe es komischerweise oben im Kessel. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Kann ich auch nicht sagen. Das konnte mir auch der Heizungsbauer nicht so genau sagen. Aber normalerweise ist es ja öfters an der Heizung, dass man das entlüftet. Aber ich muss es wohl öfters mal an diesem Wasservorratsbehälter entlüften. Ist aber kein Akt, was ich Ihnen nämlich jetzt zeigen werde. Moment. So, wie Sie sehen, ist das dann halt Störung, Störcode, Fehler 6 und blinkt. So hat das dann ausgesehen, wie der Fehler kam, an diesem Vorratsbehälter. So, also wie gesagt, das war mein erster Fehler, wo man habe. Der Fehlercode habe ich ja jetzt hier Ihnen eingeblendet, das ist halt hier auf dem Display. Und die Entlüftungsschraube, die befindet sich am Kessel ganz oben. Hier sehen Sie die ganzen Anschlüsse und der Kessel entlüften ist hier oben. Der oberste der Anbindungen hier. Und den müssen Sie dann einfach Wasserbehälter drunter stellen, immer, und dann entlüften. Genau, und nun kommen wir weiter, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Fehler, wo ich dann hatte.
Datum, Uhrzeit kann ich da nicht genau aufschreiben können, weil ich nicht mehr wusste. Obwohl doch, das war alles am 11.3., wo ich es gemeldet hatte. Nur die Fehler waren alle aufgetreten und am 11.3. hatte ich dann dem Heizungsbauer noch Bescheid gesagt. Also, weil ich habe das erst dann gemerkt, wie es passiert war. Das ist vielleicht im Frühjahr passiert. Ich habe mich halt gewundert, warum zerstammt er das nicht mehr. Die Paradigma One Touch, also der Pelletskessel war das. Und zwar ist da die Kette von dem zerstammbar. Die lag unten in dem Aschebehälter. Da habe ich gemerkt, wie ich dann die Asche gewechselt hat. Und das letzte Kettenglied, das war halt offen. Ja. Der Heizbauer, der hat halt ganz einfach, hat er oben abgebaut und hat die Kette dann, den Kettenglied nochmal eingehangen. Ich habe da dazu auch ein Video gemacht, wo das ist und wie sie das erkenne an der Zerstamba, das, weil man kann sich das ein bisschen schlecht vorstellen, so auf der ersten Richtung, wenn sie das Bild anziehen und dann wissen sie erst, was ich meine. Ja, und dann kam noch ein Fehler dort zustande, und zwar bei dem Partikelabscheider brennten alle LEDs. Ich habe ihn ausgemacht und nochmal eingeschaltet. Und danach habe ich nochmal im Ruhezustand, Pelletsofen startet, fiel er wieder aus. Also brennende LEDs ausgemacht und eingeschaltet. Ging danach wieder in den Ruhezustand, als der Pelletsofen startete und fiel dann wieder aus. Er fiel also komplett aus, heißt das. Also ging nichts mehr. Null. Ging an mich an- und ausschalten. Da muss ich jetzt sagen, zu diesem Fehler, da kam der Heizbauer und hat das ganze Gerät mitgenommen und die haben das dann ausgetauscht oder ja, ausgetauscht sieht es aus. Also es sieht nicht aus, als wäre das selbe Gerät gewesen, wo ich zurückbekommen habe. So, und dann war noch die Paradigma One Touch Kessel, die Saugturbine schaltete nicht mehr ab. Der Ofen war gerade in Betrieb, 100%. Gewartet, bis Ofen fertig war. Dann Heizung komplett ausgeschaltet. Nach dem Neustart war die Saugturbine aus. Also das hieß, ich kam dann heim und der saugte immer noch und saugte und saugte. Und normal sagt er so 5 Minuten, also vielleicht höchstens nur 10 Minuten, wenn es wirklich leer ist. Und dann schalte ich die Saugturbine mal aus, also der Staubsauger, der Maulwurf. Und ist dann nochmal Ruhe. Ja, da kam der Heizungsbauer, der hat dann den Pelletsvorratsbehälter aufgemacht. Der war wirklich randvoll. Und der Induktivschalter war eventuell verschmutzt oder Fehlmeldung der Steuerung. Also er konnte es nicht sagen, aber auf jeden Fall hat er über diesen Induktivschalter, der wo seht, ich bin jetzt voll, also der Vorratsbehälter ist voll und schaltet ab, der hat so angezeigt, er wäre nicht voll. Und den hat er dann nochmal richtig sauber gemacht. Anscheinend war da Staub vorne drauf. Und dann muss man auf jeden Fall komplette Rohr entleeren. Aber das war halt deswegen, weil er die ständig gesaugt, ja, irgendwo, wenn die Pellets schon voll sind, muss, dann hat es natürlich Rückstau gegeben, bis halt zum Maulwurf, weil er immer noch gesaugt hat, obwohl alles voll war. Ist ja auch logisch, also da war eigentlich nicht schlimm, also es muss dann halt komplett alles geleert werden. Ja, und zu diesem Zeitpunkt wurde auch dann der Partikelabscheider nochmal eingebaut. Jetzt erkläre ich aber kurz mal noch einmal, der Zerstammbar, wie das ausgesehen hat und wovon ich rede, dann kann, wenn man das sieht, ist vielleicht besser. Ich habe das kurz mal in einem kleinen Video erklärt. Also, so, jetzt kommen wir zum nächsten Fehler. Also das heißt, das ist ja hier die Heizung, wo ich habe, die Pelletsheizung. Da müssen Sie da unten öffnen. Und dann sieht man ja hier, das hängt ja alles an einer Kette. Und da war hier dieser runde Klotz, der war abgefallen mit der gesamten Kette. Und dann konnte hier ohne nichts mehr zerstampft werden in dem Behälter. Hier ist jetzt der Zerstamber.
So, und dann war dann folgendes, da müssen Sie hier oben die Klappe abbauen. Von oben her sehen Sie dann die Kette, die ist dann inwendig befestigt. Und da war nur ein Kettenglied, war wie gerissen, also war aufgebogen. Das haben wir zugezogen, also der Heizungsbauer hat das gemacht. Und somit war das geklärt. So, da hat sich der Partikelabscheider, der war ja dann eingebaut worden am 11.3. Und was dann passierte, ja, ich kam dann nachts, ich habe halt Spätschicht und Frühschicht und dann kam ich nachts heim. Um 23 Uhr, am 15.3. war das dann. Und da waren noch einmal alle LEDs aus von dem Partikelabscheider. Ging mir eigentlich schon bald auf die Keks, weil so überzeugt von so einem Partikelabscheider bin ich auch nicht. Man hört ja weil auch, was einmal alles mit der Autos so ist. Und auf jeden Fall war dann in diesem Partikelabscheider, der wurde nur aufgemacht und es war Feinsicherung defekt. Die liegt aber auch dabei. Also es sind zwei Feinsicherungen dabei. Und dann wurde der Deckel abgemacht und die Feinsicherung getauscht und dann ging das Gerät auch nochmal. Gott sei Dank, sag ich mal. Ja. Und dann war an dem Paradigma Touch Pellets Kessel hohe Störgeräusche, Vibrationen von der Heizung im Esszimmer, Schlafzimmer und. Also es war wirklich sehr unangenehm. Als wir die Heizung ganz neu bekamen, haben wir das auch gleich eigentlich gar nicht so gemerkt, weil ja der Solar lief bis Oktober und dann vom Oktober und dann war die Heizung eigentlich immer nur tagsüber an, wenig nachts und dann war das eigentlich schon doch nachts, wie sie dann nachts anspringen musste im Winter, das war wirklich sehr unangenehm. Und dann haben wir das am Heizungsbauer gesagt und dann kam der dann auch wirklich wie so klar war und hat es angehört und da sagte, nee, das ist ja wirklich nicht normal und es waren wirklich sehr, sehr hohe Vibrationen. Es steht fast da nicht, wurde eigentlich immer schlimmer, komm ja weiß, aber das liegt halt dort dran, wenn manchmal gehen die Pellets ein bisschen schwieriger durch die Schneck und manchmal nicht und deswegen sind da die Vibrationen dann höher, das kann man sich auch noch gut vorstellen. Und auf jeden Fall kamen sie dann und haben dann Dämmungsmatte unter der Heizung eingelegt und siehe da, es war schon weg. Und ja, ich zeige euch mal kurz die Dämmungsmatte anhand von dem Video und dann könnt ihr euch das ansehen und seitdem ist wirklich auch Ruhe. So, hier ist das mit der Vibration, wo ich sagte. Dann gehen wir mal hier unten ran und dann sehen Sie hier, dass sich hier eine Matte befindet. Und das ist so wie eine Matte unter der Waschmaschine. Wenn Sie Probleme haben, dass die Waschmaschine wenn sie schleudert, abhaut, also wegfährt und dann tun Sie so Matte drunter und dann haben Sie da Probleme nicht mehr. Und so ist es auch mit dieser Heizung hier gelöst. Ja. Wurde einfach die Heizung hochgehoben und die Matte drunter geschoben. Und schon waren die Vibrationen im Haus weg. Ja, und dann hatte ich am 15.3. hatte ich auch an der Heizung hatte ich, dass sie langsam kalt war und das war dann diese Fehlermeldung im Display, also in dem Touch-Display an Heizung PI1 Flammenüberwachung. Ich hatte den Fehler gelöscht, Neustart von der Heizung gemacht, Vorratsmelder lief lange, bis er voll war. Vermutlich war er komplett leer gelaufen, ist meine Vermutung. Dann dauerte es ein wenig, bis die Pellets vom Flammtischofen kamen oben. Und zwar funktioniert dies ja so an dieser Heizung, dass diese an der Schnecke unten gefördert werden und das dauert halt bis sie vorne sind und nach oben geschoben werden, wenn sie komplett leer ist. Ja, und an dem Gehäuse, da musste ich die Asse von dem Gläserloch wegmachen und dann ging es auch wieder. Ich erkläre das jetzt gleich nochmal anhand von einem Bild. So, also hier ist ja das Bild. Also hier, das ist der Vorratsbehälter. Hier oben befindet sich auch der Induktivschalter, wo ich vorhin schon mal erklärt habe, dass der komplett vollgelaufen wäre, hat nicht geschaltet.
So befindet sich auch hier ohne Induktivschalter. Der sagt dieser Heizung, jetzt wirst du leer, du musst auch befüllt werden. Das kann immer passieren, dass es halt wirklich so warm ist, dass dann die Heizung trotzdem irgendwann mal nachts oder so nochmal nachgefüllt werden muss, weil sie schon leer gelaufen ist. So. Und dann sind halt hier die Schnecken und das wird dann hier nach vorne getrieben. Und hier drückt sich dann immer wieder nach oben die Pellets. Und hier ist das Rohr, wo die Luft zugeführt wird. Die war komplett voll gelaufen mit fertigen Pellets und dadurch ist die Heizung nicht angesprungen. Ja, und das habe ich halt sauber gemacht und dann ging sie auch zu diesem Zeitpunkt ging sie wieder. Ja, und dann halt war das nochmal 4 Tage später. Und dann haben wir den Fehler gelöscht, die Heizung noch neu gestartet und der Induktivschalter, der wurde dann praktisch sauber gemacht und danach lief dann die Heizung nochmal. Ich zeige mir gerade die Fehlermeldung noch an, Moment. So, also so sieht das dann auf dem Touch-Display aus Flammenüberwachung und Fehler 50. 34. So, dann war am 31.3. noch einmal dieser komische Fehler mit dem Wasservorratsbehälter. Wie gesagt, das habe ich selbst gemacht, einfach entlüftet und schon war das der Fehler gegessen. Dann war am 14.9., also ein Jahr nachdem ich die Heizung hatte, komischerweise, um 13 Uhr 0 kW Leistung, obwohl an dem ganzen Tag, an dem Solar, also die Sonne schien und ich hatte nur 60 bis 80 Grad Temperatur. Ich hatte Kessel entlüftet, reagiert minimal aus dem Solartemperatur 168 Grad. Danach Solar ausgesteckt und wieder eingesteckt. Jetzt sprang die Temperatur von 38 Grad auf 78 Grad. Bis 78 Grad, Entschuldigung. Das heißt also ohne im Kessel sind 38 Grad, oben im Kessel waren es 78 Grad. Solar sprang nicht gleich an. Erst nachts, als die Solartemperatur geringer war, am nächsten Tag. Also das heißt, ich hatte 138 Grad oben an dem Kessel, in dem Solar. Und der Kessel, der war zwar kühl, aber oben war zu warm. Deswegen pumpt er dann nicht mehr runter. Das war ja normal. Aber er hatte halt 60 bis 80 Grad angezeigt. Hatte diese Temperatur nicht, hatte nur 38 bis 78 Grad. So, genauso dieser Fehler war am 11.3. Wie gesagt, rausgesteckt, drin gesteckt, es war viel weniger als er vorher angezeigt hat, die Temperatur. Das ging dann ein paar mehr, weil ja, es war dann eigentlich immer öfters geworden. Und dann irgendwann hatte ich mal nochmal meine Heizungsbauer angerufen und dann kamen die auch sofort gucke, muss ich sagen, top, tip top, und haben dann daraufhin ein Update gemacht am Solarsystem, also nicht an dem Kessel, sondern an dem Solarsystem, hat er das wieder runtergefahren. Da hatte ich am nächsten Tag gedacht, es wäre dasselbe. Aber irgendwie, er ist zwar stehen geblieben, es war aber nicht dasselbe Fehler, also es war ein bisschen anders da. Und seitdem, am 28.03.2017, läuft die Heizung aber auch wieder tadellos, ich habe gar kein Problem mehr. Es kann sein, dass das doch noch von dem Tag vorher war, der letzte Fehler, wo ich hatte. Ja, also diese Fehler hier, gut, die waren zwar immer, und kam dann aber sporadisch auch immer öfters vor. Und nach diesem Update, muss ich sagen, kam dieser Fehler aber nicht mehr vor. Ja, wie gesagt, das ist die Fehlermeldung. Und ich finde, das ist wichtig. Ich würde mich freuen, wenn es ein Forum gäbe. Hier, ihr könnt das unten
eure Fehlermeldung vielleicht beschreiben und was ihr gemacht habt. Oder macht einen Link zu eurem Video, ist dann noch viel besser. Und vielleicht auch gleich am Video, wie ihr es instand gesetzt habt. Ich werde mich bemühen, bei den nächsten Fehler, wenn ich was finde, gleich ein Video mitzudrehen. Ist vielleicht besser wie im Nachhinein. Ich glaube, das ist das wichtigste Video, wo ich jetzt für die Heizung brauche und womit wir am meisten leben können, damit wir die Fehler zusammen alle beseitigen, die wir an unserer Heizung haben. Okay, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und wenn ihr dies gut findet hier, könnt ihr mich linken. Und natürlich dürft ihr auch was drüber schreiben, was gut oder schlecht gelaufen ist. Vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal bei UTSCH TV.